Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute mal wieder zu einem Live-Interview, das hier heute am 5. Mai, ganz genau, 5. Mai, 18.36 Uhr ist es. Und heute, wie gesagt, blicken wir mal wieder ein bisschen in die Vergangenheit. Zum einen, denn ich muss mal ganz kurz hier eine LP mal rausholen aus meinem Fundus Geld oder Leben. Erste allgemeine Verunsicherung, da waren Titel drauf wie Baba Banküberfall, heiße Nächte in Palermo oder Fata Morgana, Märchenprinz und das sind nur ein paar Titel von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Und der Mann, also er war Gitarrist, hat natürlich die ganzen Covers gezeichnet, Grafiker seines Zeichen. Und ihn habe ich heute bei mir im Interview. Die Rede ist von Thomas Spitzer und dazu erstmal hallo und ja, guten Abend. Grüße dich. Grüß dich, servus. Ja, also eher faul, langes her, 77, glaube ich, 78 ging es los und dann so bis in die 90er Jahre. Genau. Gell? Ja. Da habt ihr doch, da habt ihr doch sehr, ja, viele, sehr viele Hits hingelegt. Ja? Ein langer Weg, ein breiter Weg. Wir hatten natürlich viel Glück zur richtigen Zeit, das Richtige zu machen, weil ich glaube, 10 Jahre davor oder 10 Jahre danach hätte das nicht mehr so funktioniert. Aber ein bisschen Glück gehört auch dazu. Und wie gesagt, jetzt habe ich natürlich diesen großen Vorteil, nachdem die ERV seit 3 Jahren nicht mehr bühnenaktiv ist, dass ich endlich das machen kann, wonach mein Herz seit Jahrzehnten schreit, nämlich mit romantischen Texten, Lyrics und romantischen Liedern mir meinen Lebensabend zu verschönern. Ja, genau. Und wie gesagt, die ERV, das waren wirklich tolle Sachen. Ich meine, wenn man sieht, die ganzen Grafiken und was da alles gezeichnet wurde, das war alles aus deiner Feder, oder? Man könnte noch anbeifügen, alle Texte und alle Kompositionen. Also das heißt, insgesamt war ich schon ein wenig beteiligt, sagen wir so. Ja, aber auf der anderen Seite, jedes Ding, alles und jeder hat seine Zeit und wir hatten tolle, erfolgreiche Jahre. Aber so nicht geküsst von der Altersmilde, muss ich feststellen, es gibt am Ende eines Weges dann vielleicht wichtigere Dinge als den Erfolg. Ich wurde ja von meiner geliebten Nora, mit der ich jetzt 12 Jahre zusammen bin, mit einem Sohn beschenkt, der ist jetzt 4 Jahre. Und das ist meiner lieben Tochter nicht vergönnt war, weil das war halt genau die Zeit, sie wird 44, wo wir halt permanent auf Tournee im Studio oder sonst wo waren. Jetzt versuche ich einfach halt das nachzuholen, was ich damals karrierebedingt versäumt habe, nämlich ein besserer Mensch, ein besserer Vater zu werden. Und vor allem, die Werte verschieben sich irgendwann einmal nicht, weil, wie gesagt, die Hits sind vergänglich, aber die mir noch verbleibende Zeit, ich schätze einmal so 50, 60 Jahre, wenn es noch werden, die möchte ich einfach halt mit den Dingen füllen, die vielleicht wichtiger sind als der eine oder andere Hit. Ganz klar. Ja, und ich denke mal, man wird dann doch auch ein bisschen sentimentaler, wenn man jetzt auch das Kind hat und man kann es nochmal ganz intensiver und ganz anders, denke ich mal, erleben, oder? Ja, zum einen, aber die romantische Seite meinerseits, die ist ja nicht jetzt irgendwo in den letzten Jahren entstanden, sondern ich habe, also ob das jetzt für Gerd Steinbecker oder für die ganzen anderen Österreicher wie Boris Bukowski oder was bis hin zu Udo Jürgens, ich konnte immer Urlaub nehmen von der ERV, indem ich bei anderen, also Liebeslieder oder emotionale Lieder schreiben konnte, was bei der ERV nicht so gern gesehen war, speziell weil die Plattenfirma halt gemeint hat, ich sei der Garant für Unterhaltung mit Haltung, also es darf ein bisschen Kritik sein, nicht zu viel. Und das war also quasi immer schon meine Liebe, also außerhalb des ERV-Korsetts, meine romantische Seite ein wenig herzuzeigen. Und wie gesagt, dem steht jetzt natürlich weniger denn je im Wege und ich kann jetzt endlich machen, was ich will, auch künstlerisch. Und es ist, was eben das Hauptthema der Menschheit, nämlich die Liebe betrifft,
habe ich noch zu wenig geschrieben. Das werde ich in Zukunft dann nachholen. Genau, es gibt einiges Neues natürlich, klar, du hattest jetzt vor knapp 4 Wochen einen runden Geburtstag, klar, wer es weiß. Oje, oje, ich kriege eine Altersdepression, bitte vermeide das Thema, es ist furchtbar. Ja, aber okay, gut. Okay, da müssen wir durch, wir kommen alle irgendwann mal an die Grenze dann, genau. Aber viel wichtiger ist, es gab ein tolles Geburtstagsgeschenk dazu, gell? Das dir deine Frau sozusagen vermacht hat, ne? Das ist und vor allem das absolute, die einzigartige Tatsache, dass es sich um Liebesbriefe handelt, die ich vor 20 Jahren einer anderen Frau geschrieben habe. Also welche Frau auf dieser Erde hat die Chuzpe, dass sie Liebesbriefe an andere Frauen herausbringt, um mir ein Geburtstagsgeschenk zu machen? Also das, allein dafür gehört sie geadelt, geküsst, geliebt, bis der Tod eintritt. Also das heißt, das muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es viele Frauen auf diesem Globus gibt, die das machen würden. Liebesbriefe, wohl bebildert, also auch sehr gut gezeichnet, muss ich auch dazu sagen. Liebesbriefe an andere zu einem emotionalen Band zu vereinen. Also, liebe Nora, danke dafür. Wie war das denn dann? Musstest du da viel rausstreichen? Hast du das da irgendwie mitbekommen oder als du es zum ersten Mal gelesen hast? Ich habe bewusst mich geweigert, weil sie das in irgendeiner der 20, ich weiß nicht, Obi-Kisten, die vollgefüllt sind mit irgendwelchen Notizblöcken, Zeichnungen, hat sie das herausgekramt und als sie mir das offeriert hat, dieses Geschenk, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das die Welt wirklich, ob das die Menschheit braucht. Ein bisschen peinlich. Also Männer, die verliebt sind und auf den Knien durchs Leben rutschen, die sind immer ein bisschen peinlich. Und sie hat gesagt, ja, dann schau dir mal ein paar Briefe an. Habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Weil wenn ich zum Rotstift greifen würde, würde ich alles rausstreichen, was unter Umständen wesentlich ist. Und ich habe das ihr völlig frei überlassen, das herauszusuchen, was sie für wert befindet, veröffentlicht zu werden. Und habe erst an meinem 70. Geburtstag das Buch aufgeschlagen. Und muss sagen, es ist keine Schande, wenn man also sein Leben lang geblödelt hat oder politisch korrekt in seinen Texten war. Das ist auch nicht schlecht, wenn Männer lernen, Gefühle zu zeigen. Und es ist so gesehen auch ein Buch für Männer. Und es ist empfehlenswert, zu allen seinen Eigenheiten, auch zu seinen Verletzbarkeiten zu stehen. Und ja, wie gesagt, also auch Männer brauchen das, mehr Frauen haben, glaube ich, mehr Ahnung von Liebe. Die Männer sollten sich das anschauen. Vielleicht kauft es die Frau und die Männer werden gezwungen, es zu lesen, weiß ich nicht. Okay, ja, also da schauen wir gerne mal rein. Wer ein bisschen noch mehr sehen will, der kann auf unserer Homepage die www.promigeflüster ja heißt und dann über den Beitrag jetzt hier mit dem Thomas Spitzer, da haben wir noch ein paar Ausschnitte sozusagen, ein paar Seiten, die wir damit mal euch präsentieren, also könnt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen. Ja, dann musikalisch tut sich bei dir nach wie vor auch noch was, also ich habe es gerade vorhin, bisher eben noch beim Bayerischen Rundfunk im Fernsehen gewesen, in der Abendschau. Da ist es auch verraten, und zwar wirst du mit einem ehemaligen EAV-Mitglied, der kurz mal als Sänger auch dabei war und dann später bei einem Teil von STS war, also STS kennt man ja, ne? Ihr geht nochmal auf Tour. Ja, wir haben ja das im letzten Herbst bereits 14 Österreich-Konzerte, also eine Abschiedstournee durch Österreich, absolviert. Und der Grund ist ja nicht nur der, dass der Gerd 2 Jahre ERV-Sänger war und wir auch gemeinsam Theaterstücke geschrieben haben. Wir waren im zarten Alter von 15 beide in der lautesten, vielleicht der schlechtesten, aber der lautesten Band der Steiermark, nämlich Mephisto, bereits zusammen. Und der Gerd hat mir irgendwann einmal im letzten Sommer gesagt, du, wir haben uns schon so oft als Alpha-Tiere den Schädel eingehaut, aber irgendwie kehren wir doch zusammen.
Und lass uns doch gemeinsam das beenden, was wir vor 55 Jahren begonnen haben. Und es ist mir eine Freude natürlich, nach nahezu 3 Jahren eine Bühnenabstinenz wieder auf der Bühne ein bisschen herumrocken zu dürfen. Und das Schöne ist, bei ERV-Konzerten, Leute, die uns gesehen haben, wissen das, da gibt es keine Pause, das heißt 3 Stunden durchspielen, schweißgebadet dann von der Bühne torkeln. Das Schöne jetzt beim Gerd ist, ich brauche nur 3 Minuten auf der Bühne sein und kann sofort zurück zu meiner Zigarette und zu meinem Glas Rotwein. Also das ist ein guter Deal und es ist schön, wieder auf der Bühne sein zu dürfen. Wunderbar. Wo seid ihr denn überall unterwegs? Wo kann man euch erleben? So ganz, ganz grob. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es jetzt einige Open Airs gibt, sowohl also in Österreich, glaube ich, eins sogar in Südtirol, dann in Deutschland. Mhm. Und so um Ende Oktober oder November, aber bitte mich nicht darauf festzunageln, ich kenne mich da nie aus, sind glaube ich so an die 8 oder 10 Deutschlandkonzerte. Aber wie gesagt, es gibt ja ein Internet, da kann man auch schauen, ich habe keine Ahnung. Genau. Ich bin aber überall gern dabei. Das Internet werden wir auf alle Fälle dann hinzuziehen, ganz genau, das geht mir dann bekannt. Social Media, nutzt du sowas auch? Bist du da auch irgendwie fit drin oder sagst lieber, nee, das überlassen wir anderen? Ja, ich habe das Glück, dass ich eine Lebenspartnerin seit 12 Jahren habe, die 42 Jahre jünger ist, ich zum einen wirklich gut ausschaut, wesentlich besser als ich damals in ihrem Alter. Und sie ist ja, ich gehöre auch zur Spezies, die mit einer Nabelschnur geboren wurde. Sie gehört zur Generation, die mit einem USB-Kabel auf die Welt kommen. Ergo macht sie das alles und ich will eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Aber das ist ja auch das Schöne an einer Beziehung, wenn man sich gegenseitig ergänzt. Ganz genau, dann kann man natürlich solche Aufgaben dann abgeben und sich ums Wesentliche kümmern, nämlich um die Musik, genau. Und da habe ich jetzt in meinem Fundus auch noch was gefunden. Ich darf es hoffentlich mal geschwind einblenden. Da haben wir uns das letzte Mal in Offenburg getroffen, hier mit dem Klaus. Ei. Genau. Ach ja, mein Gott. Da hat der Otto, glaube ich, sein 70-jähriges Geburtstag gefeiert. Nein, 50-jähriges Bühnenjubiläum. Oder 50-jähriges Bühnenjubiläum, so war es. Genau, so, richtig, ganz genau. Auf jeden Fall, mit dem Otto verbindet mich viel, weil er ist natürlich einer der absolut ganz, ganz Großen, was den Humor in der Bundesrepublik betrifft. Und er hat die grenzgenialste Laudatio aller Zeiten in den 80er Jahren für die ERV einmal in Wien gehalten. Und wie gesagt, also Humor verbindet. Und Otto ist, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es war uns eine Ehre, dort auftreten zu dürfen. Aber dass das jetzt schon wieder 7, 8 Jahre her ist, das stimmt mich sehr nachdenklich. Ach, ist ja wurscht. Ja. Alles hat ein Ende. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal treffen auf der Tournee. Irgendwo wird es vielleicht einen Termin geben. Und das hoffe ich. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn das funktionieren würde. Du schaust so fit aus, als hättest du noch 40 Jahre Zeit, also vielleicht geht es im nächsten Jahrzehnt, dass ich ohne Rollator irgendwo auf die Bühne kraxeln mag. Wie auch immer. Der Klaus, weiß nicht, wer hat den Text gemacht oder habt ihr das zusammen gemacht oder war das im Klaus seine Idee? Der hat auch so eine, das ganze Märchenprinz ein bisschen auf Altenheim umgemünzt. Nein, das war mein Geburtstagsgeschenk an den Klaus zu seinem 50er. Also, so rum war das, okay, genau. Genau, und das hat eigentlich der Fendrich gesungen, der hat es noch nicht freigegeben und der Fendrich hat den Klaus sowas von perfekt gemacht. Aber jetzt haben wir das dann gesagt, dann übernehmen wir das persiflierenderweise und der Klaus singt das. Aber wie gesagt, nachdem der Textverantwortliche ich bin, war das eigentlich ein Geburtstagsgeschenk an den lieben Klaus zu seinem 50er. Ah, schon wieder 23 Jahre her. Oh, jei. Gibt es einen Themenwechsel? Du, wir sind im Herzen doch jung geblieben und das ist das Wichtigste. Da gebe ich dir völlig recht, weil wer sich zum einen mit jüngeren Menschen umgibt und im Herzen ein Kind bleibt, der lebt, glaube ich, ewig. Zwar nicht biologisch, aber zumindest frick
richtig, was du sagst, im Herzen jung bleiben ist die beste Medizin. Ganz genau. Und damit lassen wir es auch schon langsam jetzt wieder ausklingen. Ich sage herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast. Wünsche dir für dein Buch, dass das wirklich viele lesen, alles, alles Gute. Ne? Und ich bedanke mich für das schöne Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal in diesem Leben noch einmal. Mit Sicherheit. Wo geht's für dich jetzt wieder hin? Du weißt, du bist sowohl in der Steiermark, in Graz zu Hause, als auch in Afrika. Wo bis jetzt? Es gibt seit ein paar Jahren gibt es auch einen dritten Wohnsitz, der ist in Kroatien, 10 Meter vom Meer entfernt, haben ich und meine Family uns eine kleine Wohnung geholt, wo wir quasi das Frühjahr und den Herbst verbringen, weil im Juli, August ist es unausstehlich dort, weil das sind lauter Touristen dort, die braucht man nicht unbedingt, weil man vom Berufs wegen immer quasi von Leuten umgeben war. Und ich fahre jetzt heute um 2 Uhr in der Früh mit dem Flixbus nach Kroatien. Dort werde ich von meiner Family, von meiner lieben Nora und von meinem 4-jährigen Sohn abgeholt. Und da werde ich morgen gleich mal in die Adria tauchen, würde ich sagen. Mhm. Egal wie kalt es ist. Gut. Tja, das war jetzt natürlich ein bisschen zu abrupt abgebrochen. Ich habe doch noch ganz vergessen, euch nochmal einen schönen Abend zu wünschen, ein schönes Wochenende und nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke auch nochmal, wie gesagt, an den Thomas Spitzer. Und nächste Woche sind wir ja mit dem Promi-Geflüster unterwegs auf Reisen auf Mallorca. Da gibt es natürlich 14 Interpreten, die wir hoffentlich irgendwie so nach und nach alle vor die Linse bekommen. Und das eine oder andere Mal wird man vielleicht auch mit einem Livestream irgendwo zu sehen sein, entweder Facebook, Instagram oder YouTube. Das wird man noch sehen. Und in diesem Sinne sage ich euch nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denne.